Nun zu dem Unterschied zwischen dem flachgewölbten und dem hochgewölbten Bachbogen. Das hochgewölbte Modell gestattet ein vierstimmiges Spiel bis zur Spitze hin. Ich spiele jetzt mal einen C-Dur-Akkord. Das mal ein wenig zu demonstrieren, spiele ich ein Stück von Paganini, das Capriccio von 1848 für Violine Solo in meiner Bearbeitung für Cello. Weil das Cello doppelt so lange Saiten hat und meine Hand deswegen doch nicht größer ist. Aber ich spiele einen dreistimmigen Akkord und nochmal einen dreistimmigen oben. Nachdem ich einen ersten hochgewölbten Rundbogen in Händen hatte, dauerte es nicht lange, bis zeitgenössische Komponisten sich dafür interessierten, das neue klangliche Potenzial für ihre Komposition zu nutzen. Nach der Uraufführung von einem Werk Walter Zimmermanns für Cello mit Rundbogen und Klavier im Jahr 1990 war John Cage der erste Komponist. Er komponierte in Zusammenarbeit mit mir 1/8 im Jahr 1991 und 1/13 im Jahr 1992. In 1/8 wird die große Vielfalt der Klänge am Cello demonstriert und ausgeschöpft. Hier einige Beispiele. Das ist also ein dreistimmiger Klang. Hier eine Sekund und dann ein Flageolettton. Ich werde jetzt einige vierstimmige Klänge mal demonstrieren. Interessant ist hier wieder A, B, F und E auf der, als Flageolett auf der C-Seite. Töne, die sich sehr stark reiben. Ein weiterer sehr diffiziler Klang. Achtung. Partialton auf der G-Seite. Achte Partialton auf der C-Seite. Und achte Partialton auf der G-Seite. Von einem gegriffenen Ton, also ein künstliches Flageolett mit dem achten Partialton. Sowas ist jenseits jeder Cello-Technik. Ich kenne kein anderes Werk, was so extrem hohe Partialtöne abverlangt und hier dann noch auf drei Seiten. Der letzte Klang der Komposition ist auch sehr apart.
D, H und B. Auch wieder als H-Ton-Interferenz. Und ein hohes D. Mein Buch Fingerboards and Overtones, erschienen 1991 in Deutsch und Englisch, war die spieltechnische Voraussetzung für diese Komposition oder Grundlage für diese Komposition. In 113 stellt sich nun eine andere Frage, nämlich die Frage, auf wie viele Arten kann ich am Cello eine einzelne Tonhöhe spielen? Am Klavier gibt es für jede einzelne Tonhöhe eine einzige Taste nur. Am Streichinstrument kann eine Tonhöhe auf verschiedenen Seiten gespielt werden. Jetzt ein Beispiel am Cello, zum Beispiel eine A-Seite, auf der D-Seite, auf der G-Seite und auf der C-Seite. Wenn man nun alle Griffweisen und Kombinationen in Betracht zieht, insbesondere mit dem Rundbogen, der die Kombination auf drei und vier Seiten erweitert, dann wächst die Anzahl der Primen, also der Unisono-Klänge. 113 thematisiert nun sieben verschiedene Tonhöhen, die auf diese mehrstimmige Art und Weise nacheinander am Cello intoniert werden. Die Tonhöhe G zum Beispiel, also G5, unser zweigestrichenes G, hat die meisten Varianten, nämlich 101 Griffweisen auf 1 bis 4 Seiten am Cello. Also das ist diese Tonhöhe. Der achte Partialton jetzt hier in dem Fall der G-Seite. Ich kann den Ton auch unten spielen, greifen, ja, als achten Partialton. Das sind schon mal zwei verschiedene Griffe. Natürlich kann ich auf der D-Seite auch spielen, auf der A-Seite, und gleichzeitig zusammen. Ja, andere Griffweisen, zum Beispiel. D-Seite als künstliches Flachlet, auf der G-Seite auch als künstliches Flachlet zusammen. Oder hier. Ja, einige Beispiele waren das. Der nächste Komponist, der auf den Bachbogen aufmerksam wurde, war Dieter Schnebel, der im Jahr 1992 die Komposition mit diesen Händen auch wieder in Kooperation mit mir schrieb. Der Satz mit dem Titel Text 1 ist durchgehend vierstimmig und stellt enorme Anforderungen an die linke Griffhand.
Ich habe im Laufe der Zeit die durchgängige Vierstimmigkeit aufgelöst, indem ich einige Akkorde auch dreistimmig spiele, so wie ich das jetzt gerade am Anfang gemacht habe. Dreistimmig, dreistimmig, vierstimmig. Entschuldigung. Also es geht nicht nur darum, die Finger der linken Hand zu entlasten, sondern auch um das Stück klanglich zu bereichern. Und Dieter Schnebel war damit sehr einverstanden. Andere Kompositionen, wie zum Beispiel von Hans Zender, Gerhard Stäbler, Ernan Mulmen, Brice Catrin, Burkhard Weber sind zu nennen. Aus meiner Feder gibt es etliche Kompositionen auch für Violine und Viola. Ich möchte jetzt den flachgewölbten Rundbogen kurz vorstellen, der speziell für die Solowerke von Johann Sebastian Bach konzipiert ist. Er erlaubt ein drei-, manchmal vierstimmiges Spiel in der unteren Hälfte und in der oberen Hälfte ein drei- oder zweistimmiges Spiel. Der flache Rundbogen eignet sich für die Cello-Suiten deshalb, weil die Wölbung geringer ist, das heißt, der Schwerpunkt ist tiefer und dadurch ist auch die Haarspannung größer, was dem einstimmigen Spiel, was ja in den Suiten dominiert, zugutekommt. Darauf werde ich in den nächsten Videobeiträgen näher eingehen.